Genau, erstmal vielen Dank. Also vielen Dank für die Einladung, vielen Dank, Daniela, für diesen inspirierenden Vortrag und der auch total viele Denkrichtungen aufgemacht hat, in die wir die Diskussion jetzt führen können. Und ein paar von denen werde ich jetzt auch versuchen anzusprechen. Ich habe die sehr eingeschränkte Fragestellung bekommen, warte, ich zitiere es mal. Wie sieht eine Gesellschaft aus, die den Klimawandel stoppen könnte? Das ist eine ganz einfach zu beantwortende Frage. Man könnte sagen, eine, in der es keinen Kapitalismus gibt, aber das ist eine relativ sozusagen unspezifische Antwort, weil ich kann mich noch an so eine Demo erinnern in London, wo jemand rumlief mit einem mit so einem Schild, da stand einfach drauf Abolish Capitalism. Also, yes, that is an excellent idea. Nur wissen wir halt nicht genau, wie wir das machen können. Und es soll ja auch in diesen Diskussionen um Visionen und Alternativen gehen. Und vor allem, also ich komme aus der radikalen Linken historisch. Wir sind so ein Haufen von Leuten, der immer sehr, sehr gut da drin ist, detaillierte marxistische Kritiken des Ist-Zustands zu artikulieren. Und dann oft ist es auch so, dass in den Vorträgen, man hat dann 30 Minuten, dann hat man 28 Minuten mit der kritischen Analyse des Gegebenen verbraucht. Dann ist ja, jetzt habe ich nur noch 1,5 Minuten für die Alternativen. Reden wir beim Bier drüber. Deswegen soll es natürlich um Visionen und Alternativen gehen. Wie könnte so eine Gesellschaft aussehen? Aber Visionen und Alternativen ohne Akteure und Strategien, die mit ihnen in Verbindung gebracht werden, das kann auch einfach nur eine Diskussion werden, in der wir uns gegenseitig bestätigen, wie wir die Gesellschaft gerne hätten, ohne dass wir uns darüber Gedanken machen, wie wir eigentlich dahin kommen. Das heißt, ich möchte jetzt in der Zeit, die ich habe, die ich versuchen werde, nicht zu lang zu überschreiten, vielleicht ein bisschen was Ambitioniertes tun. Ich würde gerne über drei Konzepte reden und da gleich immer die Bewegungen beschreiben, die mit ihnen in Verbindung stehen. Und dann auch über die strategischen Probleme dieser jeweiligen Bewegungen reden, um, und darauf will ich am Ende hinaus, zu sagen, diese einzelnen Bewegungen, Konzepte, Visionen, die machen an und für sich haben die zu viele strategische Schwächen, als dass man sie alleine als transformatorische Projekte sehen könnte. Die werden erst zu transformatorischen Projekten, wenn man sie zusammendenkt. Und die drei Konzepte und Bewegungen, über die ich hier kurz sprechen möchte, sind einerseits Klimagerechtigkeit, was natürlich direkt an der Frage dranhängt, wie könnte eine Gesellschaft aussehen, die den Klimawandel stoppen könnte. Das zweite wird dann die Frage von Energiedemokratie sein. Und das dritte, sofern inshallah noch Zeit bleibt, werde ich auch über die Frage der Degrowth- oder Postwachstumsbewegung ein bisschen sprechen. Wie kann eine Gesellschaft aussehen, die den Klimawandel stoppen könnte? Zuerst ist der Klimawandel in der traditionellen Perspektive, das wurde ja auch schon kurz angedeutet, im Prinzip ein technisches Problem. Wir haben so einen globalen Umweltraum, in dem ist zu viel CO2 drin. Also müssen wir irgendwie das CO2 im globalen Umweltraum reduzieren. Und weil das Problem als ein Problem des globalen Umweltraums gesehen wird, ist es auch ein Problem, was uns alle Menschen gleich betrifft. Wir Menschen sitzen alle im selben Boot. Es gibt nur einen Planeten. Also lasst uns doch jetzt mal gemeinsam die Emissionen reduzieren. Und aus so einer Perspektive kommen dann solche lustigen Ideen wie der Emissionshandel, dass man irgendwie sagt, so, naja, für dich wäre es vielleicht ein bisschen teuer, Emissionen zu reduzieren, dann mach doch weiter mit deiner Kohlekraft und zahl doch jemand anderem irgendwo in der Welt Geld, damit er oder sie möglicherweise Emissionen reduziert. Ich will mich jetzt nicht in die Details davon begeben, ich kann nur sagen, dass diese Maßnahmen bisher himmelschreiend ineffektiv geblieben sind und nicht nur ineffektiv geblieben sind, sondern auch massive Gerechtigkeitsprobleme produziert haben, weil oft, wenn dann für solche Projekte im Rahmen dieses Emissionshandels irgendjemandem Geld gegeben wird, um da Emissionen zu reduzieren, dann hat das oft dazu geführt, dass die Leute, die auf den Ländern wohnen, die dann für Emissionsreduktionen bereitgestellt werden, ihre Landzugangsrechte verlieren. Und das waren historisch nicht die, die die traditionelles Problem verursacht haben. Und da komme ich auch gleich zum zentralen, sagen wir, politischen Problem dieser Perspektive, dieser klassischen Perspektive auf den Klimawandel. Sie lässt das zentrale Problem der Klimaungerechtigkeit außer Acht. Und das kann man so zusammenfassen, das habe ich gestern Abend schon kurz erwähnt.
Am Klimawandel leiden diejenigen, die am wenigsten dazu beigetragen haben, am meisten. Und die, die am meisten davon profitiert haben, historisch leiden am wenigsten. Das Beispiel, das ich auch gestern erwähnte, war, Meeresspiegel steigt an. Die niederländische Regierung hat unglaublich viel Geld in die Forschung zu schwimmenden Städten investiert. Und in Bangladesch saufen die Leute einfach ab, weil da gibt es kein Geld, was sich historisch aus dem Klimawandel, aus den sozusagen Klimawandel produzierenden Aktivitäten verdienen ließ, um solche Forschung zu machen. Dagegen wurde also eine Perspektive artikuliert, die gesagt hat, liebe Leute, Klimawandel ist kein technisches Problem, es ist auch kein abstraktes Menschheitsproblem, sondern es ist ein Problem, das die Schwächsten in der Gesellschaft am meisten betrifft und das tief in die gesellschaftlichen Grundstrukturen eingelassen ist. Einige der gesellschaftlichen Grundstrukturen, in die der Klimawandel eingelassen ist oder die den Klimawandel produzieren, sind das fossile Energiesystem, die industrielle Landwirtschaft, die also sozusagen ein exportorientiertes globales Freihandelssystem. Und aus dieser Analyse kommt, okay, wir wollen das nicht als ein abstraktes technisches Problem sehen, sondern wir wollen wirklich uns die Strukturen anschauen, die den Klimawandel produzieren, zog denn die Klimagerechtigkeitsbewegung, die man vielleicht seit ungefähr 10, 15 Jahren als existent betrachten kann, so ein paar zentrale Forderungen raus. Also sozusagen vom linken Flügel in der Klimadebatte wurde dann eine Klimagerechtigkeitsperspektive artikuliert. Und die hat so ein paar zentrale Forderungen artikuliert. Die erste ist, fossile Brennstoffe müssen im Boden gelassen werden. Die zweite ist, wir brauchen einen Ausstieg aus der exportorientierten industriellen Landwirtschaft. Wir müssen die globale Überproduktion für den Überkonsum globaler Eliten abschalten. Wir müssen indigene Rechte respektieren. Kleine Fußnote, der Grund, warum das so wichtig ist, ist, weil Indigene, also einmal natürlich aus einer Gerechtigkeitsperspektive, denn das sind Rechte von Gruppen, die seit über 500 Jahren immer wieder total niedergetrampelt werden. Aber auch, weil davon ausgegangen wird, dass in den ökonomischen und reproduktiven Praxen vieler indigener Gruppen in Lateinamerika, in Afrika, in Asien möglicherweise auch schon Keimformen der Lösungen für die Klimaproblematik stecken, die dadurch, dass diese Gruppen einfach kulturell und ökonomisch immer weiter platt gemacht werden, die wir sozusagen aus dem Ökosystem globaler, kultureller und ökonomischer Praxen verdrängen. Und eine fünfte Forderung war, der globale Norden muss die massive ökologische Schuld, die er dem Süden eigentlich schuldet, anerkennen und dafür Reparationen leisten. So, fossile im Boden lassen, Landwirtschaft ändern, indigene Rechte stärken, ökologische Schuld. Das wäre, sagen, das wären so ein paar Eckpunkte einer Gesellschaft, die den Klimawandel stoppen könnte. Das halte ich eigentlich für sinnvoll, wenn der zentrale Treiber des Klimawandels das fossile Energiesystem ist, ein zweiter zentraler Treiber des Klimawandels die industrielle Landwirtschaft, dann wäre das ja schon mal was ziemlich Gutes. Und das Abschalten dieser Dinge bedarf oder bedürfte auch eben ein Anerkennen der ökologischen Schuld, weil Länder im globalen Süden halt sagen, ja, liebe Leute, das ist ja schön, dass wir keine industrielle Landwirtschaft betreiben sollen und die fossilen Brennstoffe nicht fördern sollen, aber ihr habt damit ordentlich Asche gemacht und euch sozusagen entwickelt. Ihr habt genau das gemacht, was du mit der externalisierten Demokratie auch erwähnt hast. Ihr habt gesagt, wir stabilisieren jetzt sogenannte Klassenkompromisse im Inland, also der Wohlfahrtsstaat, indem wir die Ressourcen von anderswoher nehmen. Well, that's very nice. Dann freuen sich fast alle, bis auf die, woher die Ressourcen kommen. Das wären also Eckpunkte einer Gesellschaft, die den Klimawandel stoppen könnte. Das Problem an diesem Punkt ist aber, dass da keine wirklich reale strategische Durchsetzungsperspektive mit verbunden wurde. Weil es natürlich total schön ist, ich bin schon auf ganz vielen Demos bei irgendwelchen Gipfeln rumgerannt und habe gesagt, Kapitalismus abschaffen, fossile Ressourcen im Boden lassen, raus aus der industriellen Landwirtschaft. Aber das ist keine Strategie, das ist eine Forderung. Und die Gefahr ist übrigens auch, dass wenn man nur solche Forderungen aufstellt, ohne eine strategische Perspektive, dass man dann in so einer Wohlfühl, in einer im Endeffekt pazifizierenden Wohlfühldiskussion verharrt. Weil man dann sagt, wir haben die richtige Forderung gestellt, wir waren auf der richtigen Demo, super, jetzt gehen wir nach Hause und machen einfach weiter. Ich sage das nicht im moralischen Sinne, also natürlich gehen wir alle auf die Demos und gehen dann auch wieder nach Hause und machen dann weiter. Aber die Frage ist ja, wie diese eine Demo in ein strategisches Projekt eingebaut ist, die auch wirklich
die jetzigen Zustände verändern kann und sie nicht einfach nur ankreidet. Ein wichtiger Punkt, ein Kristallisationspunkt für diese Klimagerechtigkeitsbewegung, ja, auch das Trinken ist mit diesem Ding gar nicht so leicht. Okay, man lernt. Ein wichtiger Kristallisationspunkt dieser Bewegung war der Klimagipfel in Kopenhagen 2009, bei dem angesichts des eklatanten Scheiterns, an das sich vielleicht auch einige erinnern können, dieses Klimagipfels, bei dem relativ viel Raum für die Artikulation dieser Klimagerechtigkeitsperspektive war. Viele Menschen in der Welt kamen mit dieser Perspektive in Berührung um die Diskussion, während der Diskussion um den Kopenhagener Klimagipfel herum. Aber der Klimagipfel scheiterte. Und das war genau der Ort, von dem man sich erhofft hatte, dass es vielleicht Impulse gibt für Ausstiege aus den fossilen Brennstoffen, für ein Umschalten von der industriellen Landwirtschaft oder eine Anerkennung der ökologischen Schuld. Also haben viele in den sozialökologischen Bewegungen gesagt, gut, der Klimawandel mag ein globales Problem sein und der mag auch irgendwie eine globale Lösung brauchen, aber die globale Institution, die UN-Klimarahmenkonvention, also das, was man jedes Jahr bei diesen Klimagipfeln sieht, das ist eigentlich eine Institution, die kaum, na, die hat sozusagen, das ist kein machtpolitisch relevanter Ort. Da passiert eigentlich extrem wenig. Das, was wir wollen, kann da nicht durchgesetzt werden. Und das ist übrigens die zentrale strategische Frage, die sich Bewegungen immer stellen müssen. Wo ist eigentlich der Ort, an dem wir unsere Forderungen durchsetzen können? Ich kann die richtige Forderung haben, die richtige Analyse, wenn der Ort, wo ich diese Forderung hinbringe, ein machtpolitisch leerer Ort ist. Dann passiert nichts. Kurze Parenthese zu Griechenland. Syriza, genau die richtige Analyse. Machtpolitisch kein irrelevanter Ort. Griechische Regierung, schauen wir was Gutes. Aber wir haben gemerkt, dass von einer nationalen Regierung in der europäischen Peripherie kein Ende der Austeritätspolitik durchgekämpft werden kann. Das haben wir jetzt klar gesehen. Stellt sich also die Frage, ne, nicht nur die alte leninsche Frage, was tun, what is to be done, sondern wer zum Teufel tut es und wo tut man es eigentlich? Diese Debatten, die dann in der Klimabewegung geführt wurden, oder Klimagerechtigkeitsbewegung nach Kopenhagen, führten dazu, dass man sich stark auf Kämpfe im Energiesektor bezogen hat, und zwar nicht mehr auf die globale Ebene, sondern auf der nationalen Ebene. Ein Grund, warum das relevant ist, ist, die Energiesektoren unserer Gesellschaften sind zum größten Teil national organisiert. Also die politische Organisation des Energiesektors findet vor allem auf der nationalen Ebene statt. Das ändert sich ein bisschen mit dem neuen EU-Kommissions-Energieunionsprojekt. Aber im Prinzip ist Energiepolitik nationale Politik. Der Energiesektor ist einer der zentralen Treiber, also der fossile Energiesektor ist ein zentraler Treiber des Klimawandels. Ergo gehen wir mit unseren Klimagerechtigkeitskämpfen jetzt auf die nationale Ebene und kämpfen da um eine Transformation des Energiesektors. Und hier stellt sich wieder diese Frage, die ich auch schon bei der Klimawandelgeschichte aufgemacht habe. Was ist die traditionelle Sicht auf, den Energiesektor und was ist unsere emanzipatorische Perspektive? Die traditionelle Sicht auf so einen Energiesektor oder so eine Energiewende ist, es geht um eine technische Transition. Du hast jetzt Kernkraft und, also Österreich hat, glaube ich, einen total anderen Stromsektor. Da muss ich mal so ein bisschen aufpassen. Hier gibt es, glaube ich, total viel Wasserkraft und solche Geschichten. Denkt euch mal kurz in den großen Nachbar rein. Das hätte ich nicht vorbereiten sollen, aber ich brauche jemanden, der mir solche Zahlen vorlegt vorher. Genau, also die traditionelle Sicht auf sowas ist, in Deutschland zum Beispiel, du hast also einen fossilen nuklearen Energiesektor, der besteht vor allem aus Kohleverstromung, auch wichtig aus Atomkraftwerken. Und jetzt brauchen wir irgendwelche Regulationen auf der Bundesebene, die sagen, wir können jetzt, wie sozusagen uns möglich machen, leicht von dem einen ins andere umzusteigen. Was dabei aber, und dann stellen wir uns so eine schöne erneuerbare Utopie vor, wo das gesamte hochindustrialisierte Land Deutschland jetzt einfach mit großen erneuerbaren Energien angetrieben wird. Das würde dann vermutlich auch große Offshore-Windparks in der Nord- und Ostsee bedeuten. Das ist alles sozusagen so großindustrielle Projekte und riesige Solarparks. Dabei gehen zwei Sachen verloren. Einmal die tatsächlich gesellschaftlich transformatorische Perspektive, das Erlernen anderer gesellschaftlicher Praxen, das Verändern der Gesellschaft, was nicht nur sagt, wir nehmen eine andere Technologie, sondern wir verhalten uns anders zueinander und zur Natur, weil, klassisches Beispiel,
viele Leute, die in Deutschland erneuerbare Energien vorantreiben, die nutzen eine liegende 8, also das Unendlichkeitszeichen, als ihr Symbol. Die sagen, die Fossilen sind endlich, Kernkraft, Atomkraft ist scheiße. Wir haben jetzt die erneuerbaren Energien und die können uns unendlich Energie geben. Die Sonne scheint unendlich, der Wind weht unendlich. Das Wasser schwappt unendlich in Wellen auf und ab. Das Problem ist aber, dass die Technologien, die wir nutzen, um diesen Strom zu produzieren, wiederum auf nicht endliche Ressourcen, auf nicht endlichen Ressourcen basieren. Zum Beispiel auf den sogenannten seltenen Erden. Kleine Fußnote, die seltenen Erden sind gar nicht so selten. Sie sind nur Mineralien und Materialien, die wir brauchen, unter anderem für allerlei Ökotechnologien. Die sind tatsächlich endlich, auch wenn sie nicht wahnsinnig selten sind. Und die werden üblicherweise in sozial und ökologisch völlig inakzeptablen Bedingungen gefördert. Ganz viele davon in China, wo man sich jetzt nicht vorstellt, dass da sozusagen die Codes of Conduct zum sozial-ökologischen Bergabbau, zur Bergarbeit richtig durchgesetzt werden. Also sehen wir auch hier in so einer technischen Perspektive auf eine Energiewende, das ist mal kurz, wo wir waren, ne? Klimawandel soll abgeschaltet werden. Was muss dafür passieren? Unter anderem aus den Fossilen aussteigen. Dafür gucken wir jetzt auf die Energiewende. Wenn wir die aber wieder nur als technischen Prozess sehen, dann verlieren wir wieder viel davon. Wir verlieren viel von der globalen Gerechtigkeitsperspektive, die in der Klimagerechtigkeitsbewegung sehr stark ist. Und wir externalisieren eigentlich auch wieder. Das ist der Punkt. Immer wenn man eine technische Perspektive auf ein politisches Problem hat, externalisiert man die realen Probleme eigentlich immer auf andere. Das ist sozusagen so als Grundsatz, würde ich das mal stehen lassen. Genau. Die Energiewende ist also ein sehr interessantes Projekt. Ich könnte noch so ein paar Zahlen nennen. 30% allen Stroms, der in Deutschland produziert wird, kommt mittlerweile von Erneuerbaren. Im erneuerbaren Sektor gibt es ungefähr 400.000 Jobs, während in der Kohle maximal 60.000 Leute arbeiten. Über 60% der installierten erneuerbaren Kapazität in Deutschland gehört nicht den großen Stromkonzernen, sondern gehört allerlei kleinen Anbieterinnen und Anbietern, Bäuerinnen und Bauern, Kooperativen, Stadtwerken. So. Da ist schon viel Gutes dabei. Und um diese politisch-gesellschaftlichen Elemente der Energiewende stark zu machen, gegen eine rein technische Transitionsperspektive, ursprünglich wurde der Begriff in einer Attac-Kampagne geprägt und die Rosa-Luxemburg-Stiftung arbeitet auch stark mit diesem Begriff, wird der Begriff Energiedemokratie nach vorne gestellt, wo es nicht einfach nur um eine Energiewende geht, sondern um eine gesellschaftliche Transformation, die viel tiefer geht als einfach nur, wo kommt genau der Strom her, sondern auch von wem wird er produziert, wie wird er produziert und was hängt da an globalen Gerechtigkeitsfragen noch dran. Ich erzähle sehr gerne sehr viel über die Energiewende, weil es ein wahnsinnig komplexes, spannendes Projekt ist. Ich würde so weit gehen, die Energiewende in Deutschland ist vermutlich eines der spannendsten sozial-ökologischen Transformationsprojekte im positiven Sinne, das wir im globalen Norden momentan kennen, auch auf so einer Makroebene. Also es gibt ganz viele sozial-ökologische Transformationsprojekte im globalen Norden, aber die laufen halt alle in die falsche Richtung oder die meisten davon. Die deutsche Energiewende ist ein sehr spannendes Element und sehr spannender Aspekt. Und da kann man sehr viel draus lernen, wenn man sich die Realität von transformatorischen Projekten und Prozessen anschauen will. Und da wollte ich mich auf zwei Sachen beziehen. Einmal das Verhältnis von dezentral und zentral. Dezentrale und zentrale Politikprozesse, außerparlamentarische und parlamentarische Politikprozesse und antikapitalistische und im engeren Sinne kapitalistische politische Prozesse. Ich habe vorhin schon gesagt, es geht hier um eine Bündnisperspektive. Und auch wenn ich jetzt gerade so ein bisschen wild rumhüpfe, erkläre ich noch mal kurz, warum die Bündnisperspektive für mich so wichtig ist. Mein aller Lieblingsmarxist, Antonio Gramsci, kann ich nur empfehlen. Toller italienischer Kommunist, 20er, 30er Jahre, sehr kluger Mann. Der hat sich irgendwann die Frage gestellt, warum gibt es eigentlich keine Revolutionen im hochentwickelten, kapitalistischen Norden und Westen? Wenn es in Russland eine gab, total unterentwickelt aus einer kapitalistischen Perspektive, warum schaffen wir das nicht da, wo eigentlich Marx gesagt hätte, hier müssten die Revolutionen ausbrechen, weil es da ein hochentwickeltes Proletariat gibt. Gramsci stellte fest in der Kurzzusammenfassung, wir sind halt zu wenige. Die Gesellschaften
des globalen Nordens sind heute derartig ausdifferenziert, dass wenn man als ein Akteur, als Energiewendebewegung sagt, wir machen die Transformation, oder als Klimabewegung sagt, wir machen die Transformation, oder als kleine antikapitalistische Minderheit sagt, wir machen die Transformation, dann kommt das nicht wirklich irgendwo hin. Also muss man immer in Verbindungen und Bündnissen denken, weil wir alleine eigentlich erstmal nicht genug sind. Dezentral, zentral. Ich komme aus sozialen Bewegungen, der globalisierungskritischen Bewegung, wo wir die Dezentralität von Prozessen immer sehr, sehr stark gemacht haben, wo wir gesagt haben, ne, man kämpft da, wo man ist, think global, act local und so weiter. Die Energiewende kommt aus dezentralen Prozessen, einerseits aus einer dezentral organisierten Anti-Atom-Bewegung, da gab es keine großen Organisationen in Deutschland. Und zweitens aus einem dezentral organisierten erneuerbaren Energiensektor, der historisch aus der alternativen Bewegung der 80er Jahre entstand. Also so lauter kleine Hinterhofklitschen, wo die Leute gesagt haben, wir machen jetzt was anderes. Das waren so, ich habe auch ein paar von denen kennengelernt. Die Leute, die in den 80er, 90er Jahren erneuerbare Energien gemacht haben in Deutschland, das sind so hochideologisierte Schrate, die einem immer erzählen, was für ein wahnsinnig tolles, spannendes Transformationsprojekt sie haben und die sich wirklich dann unter Aufopferung ihrer Zeit und ihres Lebens hinstellen und wirklich gesagt haben, in ihrem Hinterhof, wir ändern hier jetzt was, wir bauen jetzt was Neues. Total dezentrale Prozesse. Aber wie kam das aus diesen kleinen Hinterhofklitschen, aus diesen Nischenprojekten eigentlich dazu, dass wir jetzt in Deutschland einen so großen erneuerbaren Energiesektor haben, dass er tatsächlich eine Herausforderung für den fossilen nuklearen Sektor darstellt? Das hing mit einem zentralistischen Politikprozess zusammen, nämlich mit dem Erneuerbaren Energiengesetz. Ohne das Erneuerbare Energiengesetz, was es jedem Menschen in Deutschland erlaubte, also der, die ein bisschen Fläche oder Raum hat, also Land oder ein Dach, zu sagen, ich investiere jetzt in erneuerbare Energien, indem gesagt wurde, wenn du in erneuerbare Energien investierst, garantieren wir dir 20 Jahre lang die Abnahme deines Stroms zu einem Preis, der dein Investment wieder rekuperiert, also reinholt. Das war genau das, was dann sozusagen der Energiewende erlaubte, aus dieser kleinen ideologischen Nische auszubrechen und zu einem Projekt so ein bisschen für jeder Mensch in Deutschland zu werden. Und das können wir auch genauso gut in dem Verhältnis parlamentarischer, außerparlamentarischer Aktivismus durchdeklinieren. Ohne den außerparlamentarischen und gelegentlich absolut militanten und unversöhnlichen Widerstand der Anti-Atom-Bewegung hätte es das EEG nie gegeben. Und ohne das EEG wären die erneuerbaren Energien nicht so gewachsen und dann hätte es keinen Atomausstieg geben können, weil der Atomausstieg wurde real in Deutschland. Es wurde oft gesagt, dass er von der Braunkohle aufgefangen wurde. Das stimmt nicht, die wurden von den Erneuerbaren aufgefangen. Für Leute, die es wissen, in Deutschland stiegen nach dem Atomausstieg zwar die Emissionen von Braunkohle an, aber das war Braunkohle, die für Exportverstromung, also die verbrannt wurde, um den Strom zu exportieren. Also in Deutschland, es war ganz klar, die Energiewende hätte nie ohne diese implizite Handlungseinheit zwischen außerparlamentarischem und parlamentarischem Aktivismus stattfinden können. Und interessanterweise, und das ist eigentlich theoretisch fast die spannendste Frage, hätten auch sozusagen die radikal antikapitalistische, antikapitalistische Anti-Atom-Bewegung auch eben wieder nicht ohne diese Handlungseinheit mit einem kleinkapitalistischen, grünen oder erneuerbaren Energiesektor funktionieren können. Ich sage das einfach mal so in die Runde. Also sozusagen Anstoß dafür, dass man sich Strategien auch wirklich kreativ denken muss, dass man sagen muss, wie können wir eigentlich auch über bestehende Gräben hinaus miteinander zusammenarbeiten und wie sieht so eine reale Transformationsperspektive eigentlich aus? Sozusagen Purismus ist in der Transformation eigentlich nicht geboten, würde ich mal sagen. So, jetzt haben wir also sozusagen Klimagerechtigkeitsperspektive artikuliert, eine Sicht darauf, wie der Klimawandel abgeschaltet werden könnte. Ich habe die Forderungen genannt. Ich habe dann gesagt, dass es eine Reorientierung der Klimabewegung auch auf nationale Energiekämpfe gab und habe da das Beispiel der deutschen Energiewende genommen, um zu sagen, es gibt hier eine Perspektive, die sehr viel weiter geht als einfach nur eine technische Transformation, die das auch als eben eine demokratische Gesellschaftstransformation sieht. Ich habe aber auch schon an mehreren Punkten darauf hingewiesen, dass wiederum diese Energiewendebewegung ihre eigenen Schwachstellen hat. Oft wird eben die globale Gerechtigkeitsperspektive außer Acht gelassen. Ich habe mich auch auf die liegende Acht, auf dieses Unendlichkeitsdogma bezogen, das es in den erneuerbaren Energienbewegungen in Deutschland gibt. Und da fällt einem auf, naja, das kann halt nicht sein. Auch die erneuerbaren Energien. Oder anders gesagt, wollen wir, dass einfach der gesamtindustrielle Wahnsinn, den wir zurzeit global an den Start gebracht haben, morgen mit Erneuerbaren läuft?
so wie er gestern mit Fossilen lief, das kann es eigentlich auch nicht sein, weil damit das Problem der Überproduktion nicht abgeschaltet wird, das Problem der ungleichen globalen Handelsverhältnisse und der ausbeuterischen globalen Handelsverhältnisse, das wird dadurch nicht, die Frage wird dadurch gar nicht gestellt. Und im Endeffekt, und jetzt komme ich doch wieder zu meinen marxistischen Wurzeln zurück, wird da halt auch nicht die Kapitalismusfrage gestellt. Ich meine, in einer realen Bewegung, in der es eine Handlungseinheit zwischen antikapitalistischen Anti-Atom-Protestern gibt und kleinkapitalistischen erneuerbaren Produzentinnen und Produzenten, ist es auch ein bisschen schwer, die Kapitalismusfrage zu stellen. Weil aber viele der gesellschaftlichen Krisen, denen wir heute stecken, ihren Ursprung direkt genau im Kapitalismus haben, in der, sagen wir mal, einfachen Tatsache, dass man auf einem endlichen Planeten kein unendliches Wachstum haben kann oder zumindest nicht sollte, weil das dann alles zu ziemlich schrecklichen Resultaten führt, müssen wir uns nochmal auf die Frage der Wachstumskritik besinnen. Ja, Schritt von Klimagerechtigkeit zur Energiedemokratie, jeweils immer die Shortcomings, also die auch sozusagen die Schwächen der Bewegung sehen, Klimagerechtigkeit ohne strategische Durchsetzungsperspektive, Energiewende, Energiedemokratie, da fallen eben, weil es als realer Transformationsprozess, ne, da fallen dann auch wieder bestimmte wichtige Fragen weg. Dann würde ich sagen, die dritte Bewegung oder dritte Vision im Bunde, für die ich, glaube ich, noch 1,5 Minuten habe, ist die... Geht? Okay, cool, danke. Ist die Wachstumskritik oder auch Postwachstumsbewegung. Ich will jetzt gar nicht so sehr in die Geschichte davon gehen, da gibt es verschiedene Ursprünge, man kann es vielleicht so sagen, es gibt so ein bisschen der Ursprungsort der Wachstumskritik, den viele Leute kennen, ist der berühmte Begriff des Club of Rome, 72, der 72 veröffentlicht wurde, wo gesagt wurde, liebe Leute, wir kommen hier irgendwie an ökologische Grenzen, an Grenzen des Umweltraums und wenn wir so weitermachen, wird das alles ziemlich schrecklich. Die erste Runde der Wachstumskritik gab es also, so sagen wir mal, 70er Jahre. Dann verschwand sie wieder ein bisschen aus der Perspektive. Dann in den 90er Jahren gab es nochmal eine zweite Auflage. Und jetzt, seit Mitte des vergangenen Jahrzehnts vielleicht, gibt es die dritte Runde der Wachstumskritik. Und da gibt es verschiedene Perspektiven drauf. Aber da würde ich sagen, das ist vielleicht gar nicht so sehr eine Bewegung als eine Vielzahl von Mikropraxen, die im Alltagsleben versuchen, ein anderes Leben zu leben, die in Zusammenhang stehen mit einem allgemeinen Unwohlsein in unserer kapitalistischen Gesellschaft. Einem allgemeinen Unwohlsein, dass es eben nicht so sein kann, dass wir auf einem endlichen Planeten unendliches Wachstum haben. Und der Grund, warum das wichtig ist, weil die Wachstumskritik nicht nur die wichtigen antikapitalistischen Fragen mitbringt, das tut jeder marxistische Text und jedes linksradikale Blättchen. Die Wachstumskritik bietet einem die Möglichkeit, tief hinein in die gesellschaftliche Mitte unsere kritischen Inhalte zu tragen. Ich nehme da einmal mein Beispiel meines Großvaters, der ist CSU-Mitglied. Für Leute, die es nicht wissen, die CSU ist die wunderschön reaktionäre Partei, die in Bayern an der Regierung ist. Mein Großvater ist CSU-Mitglied und wenn ich dem sage, lieber Großvater, wir müssen den Kapitalismus abschaffen, weil der eine klimaungerechte Welt schafft und Leute ausbeutet, alle überall auf der Welt, sagt er, ist mir doch egal. Wenn ich sage, aber sag mal, findest du denn, dass man eine Wirtschaft haben kann, die auf einem endlichen Planeten unendlich wächst? Sagt er so. Ja, da muss man mal drüber reden. Und das ist tatsächlich das Potenzial, das politische Potenzial, was diese Wachstumskritik mit sich bringt. Sie bringt das politische Potenzial, mit unsere kritischen Inhalte tief hinein in die gesellschaftliche Mitte zu tragen, was bei der Klimagerechtigkeitsdiskussion nicht der Fall ist. Sie stellt die Kapitalismusfrage auf eine Art und Weise, wie sie weder die Klimagerechtigkeit noch die Energiedemokratie stellen. Und sie eröffnet wiederum andere Verbindungsmöglichkeiten, zum Beispiel zur Care Revolution. Denn man kann ganz klar sagen, dass ein sozusagen auf Care-Industrien ausgerichtet, also auf Care-Arbeit ausgerichtete Wirtschaftspolitik sehr viel weniger ökologisch zerstörerisch und wachstumstreibend wäre. Denn wie du gesagt hast, man kann auf Care-Arbeiten nur bis zu einem gewissen Grad rationalisieren. Das wäre sozusagen auch ein interessanter Schritt in Richtung Wachstumskritik. Um,
Wie gesagt, so ein bisschen, dass die Struktur dieses Hoffen, also die Struktur, ich weiß nicht, ob man das von außen als Struktur wahrnehmen kann. Ich habe das Gefühl, ich habe über irgendwie 700 Sachen geredet und ich hoffe, die hängen irgendwie zusammen. Wenn man zu sagen, dass wir diese Perspektiven haben, Klimagerechtigkeit, Energie, Demokratie, Wachstumskritik, die wiederum hängen an realen Bewegungen dran. Diese Bewegungen haben alle ihre strategischen Stärken und Schwächen. Ihre Schwächen sind dergestalt, dass jeder einzelne von ihnen nicht ein überzeugendes, sozusagen, massenhaftes Transformationsprojekt an den Start bringen kann, sondern sie können das nur zusammen machen. Das heißt, am Ende des Vortrags möchte ich vielleicht das zusammenfassen und sagen, wenn die Frage ist, wie eine Gesellschaft aussehen kann, die den Klimawandel stoppen kann, dann ist es nicht meine Vision, die wichtig ist. Ich habe zwar ein enormes Ego, aber ich denke jetzt nicht, dass meine Vision die globalen Transformationsprojekte vorantreiben wird. Wichtig ist, wie sich die real existierenden Bewegungen, von denen ich gerade gesprochen habe, und Care Revolution müsste man auf jeden Fall auch dazu nehmen, produktiv zueinander ins Verhältnis setzen, dass sie die Schwächen und Leerstellen der eigenen politischen Praxis anerkennen. Dazu noch eine Fußnote. Ich finde es immer wahnsinnig nervig, wenn Leute, die direkte Aktionen und zivilen Ungehorsam machen, die Menschen, die Berichte schreiben, ankacken und sagen, oh, ihr seid Reaktionäre oder reformistisch oder was auch immer, Deppen. Genauso nervig finde ich, wenn die Berichteschreiber den Anarchistinnen und Anarchisten, die im Hambacher Forst einen Wald besetzt haben und da in Baumhäusern leben, sagen, oh Mann, ihr seid linksradikale Spinner und das ist doch alles völlig marginal. Das ist total uninteressant. Die einen Leute leben in den Baumhäusern im Hambacher Forst, weil das für sie wichtig ist. Die anderen schreiben Berichte, weil das für sie eine adäquate politische Praxis ist. Die Frage ist nicht, wie überzeugt man die einen, das zu machen, was man selbst macht, sondern wie setzt man diese Praxen produktiv zueinander ins Verhältnis. Und dafür ist eben sozusagen das Anerkennen der Schwächen und Leerstellen der eigenen Praxis der erste Schritt. Man muss gemeinsame strategische Diskussionen führen, um gemeinsame Kampffelder zu identifizieren. Bei der Degrowth-Konferenz in Leipzig letztes Jahr sind wir von der Klimabewegung ganz aktiv hingegangen und haben gesagt, hey Leute, das ist ja schön, dass ihr hier mit 3000 über Wachstumskritik redet. Ein zentraler Treiber der kapitalistischen Wachstumsdynamik sind die fossilen Brennstoffe. Lasst uns doch zusammen nächstes Jahr, also jetzt im vergangenen August, gemeinsam einen Braunkohletagebau besetzen, was spektakulär gut funktioniert hat. Und die Care Revolution ist sozusagen jetzt die nächste Frage, die sich auch in der wachstumskritischen Bewegung gerade gestellt wird. Ist das vielleicht der nächste Ort, wo man zusammen hingeht? Denn, um zum Ende zu kommen, System Change, not Climate Change, ist halt ein schöner Slogan, aber ohne wirkliche Bewegungen, die den jetzigen Zustand aufheben, bleibt er dann doch auch nur mehr heiße Luft wie die Klimapolitik, die wir heute auch die ganze Zeit am Start sehen. Vielen Dank. Ah. Immer zu schnell. Geht das Ding jetzt noch, nachdem ich es runtergeschmissen habe? Großartig. Danke, Tacho. Jetzt frage ich ans Publikum. Gibt es da jetzt irgendwelche Fragen, Wortmeldungen, Kritik, Wünsche, sonst irgendwas? Noch 7 oder 10 andere Themen, die ich vielleicht kurz anreißen soll. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Alles kein Problem. Ja, wir haben eine System Change, not Climate Change Gruppe in Graz. Yes. Und bitte kommt zu uns, wenn ihr irgendwie da mitwirken wollt. Wir haben eine große Demo am Start am 28.11. und verschiedenste andere Aktionen. Es gibt schon mehrere Arbeitsgruppen. Das Ganze hat eine ziemliche Dynamik. Also es sind ganz viele junge Leute, aber auch Leute verschiedensten Alters, die sich da voll reinhauen gerade. Und das wird nicht nur leere Luft bleiben, sondern wir haben ein klares strategisches Ziel mit der Demo. Also so bei mir persönlich ist vor allem der Fokus darauf, dass man die Bewegung einfach aufbaut. Das ist ein ganz simples Ding. Man kommt zusammen, hat ein inspirierendes gemeinsames Erlebnis und dann macht man weiter. Das ganz Wichtige ist, dass das nur ein Zwischenpunkt ist und wir müssen die nächsten Jahre halt gemeinsam aktiv bleiben und nicht wieder nur am Punkt in Richtung Klimagipfel, sondern die Energie müssen wir uns gut einteilen, damit wir dann wirklich weiterkommen. Ja, danke Seppi für die Informationen und den Aufruf zur Beteiligung. Habt ihr noch irgendwelche Fragen an den Tacho oder irgendwas, was ihr an seinem Vortrag auszusetzen habt? Das Beispiel vom erneuerbaren Energiegesetz, Tacho, was du genannt hast, das wäre genauso ein Punkt für veränderte Institutionen. Hm. Und dort konnte gut gezeigt werden, dass genau im Zusammenspiel von Bewegung und einer zentralen Veränderung auf einer politischen Ebene über ein Gesetz
einiges in Bewegung gesetzt werden konnte. Das heißt eben nicht, dass es keine Schwächen mehr hat, aber es zeigt genau, dass es diese verschiedenen Strategiefelder braucht, an denen wir ansetzen müssen. Und diese doppelte Bewegung von Protest, massiven Protest an unhaltbaren Zuständen und gleichzeitig eben dem Entwurf von Gegenstrategien, finde ich, sieht man an der Bewegung auch. Und ich wäre sehr daran interessiert, heute Nachmittag nochmal an diesen Strategien weiterzudenken, denn Joan Tronto, die hat einen Vortrag gehalten, die ich gefragt habe, wie denn ihre Idee dieser anderen politischen Kultur praktische Wirklichkeit wird, ne? Also wie aus diesem Wohlfühldiskurs, wo alle nicken und sagen, genau, Culture of Care, das ist das, was wir brauchen, dass sie gelächelt hat und sie hat mir keine einzige Strategie gesagt. Vielleicht muss sie das auch nicht. Vielleicht reicht es, dass sie auf der Ebene von der Ideengeschichte und politischer Kulturveränderung das sieht, aber wie es dann zu einer vorsorgenden Demokratie wird, zeigen uns vielleicht eher die Aktivistin auf der Straße von Care Revolution. Ich wollte noch mal kurz darauf antworten, weil das habe ich jetzt recht kurz gemacht am Ende, aber es ist tatsächlich, dieses erneuerbare Energiegesetz ist wirklich extrem unüblich als ein Gesetz, also als deutscher Linksradikaler historisch ist es immer so, dass wir Deutschland ziemlich scheiße finden, aus gegebenem Anlass. Und deswegen äußern wir uns sehr selten positiv über Gesetze in Deutschland. Das Gesetz ist fast genial. Weil es hat etwas geschafft, was sozusagen die wachstumskritische Bewegung, die erneuerbaren Energien und auch allerlei Klimagerechtigkeitsfragen oder die Globalisierungsbewegung, die eben immer oder ganz oft auf die kleinen, teiligen, lokalen Praxen verwiesen hat. Das ist eine wichtige Herausforderung, die wir uns als Bewegung immer wieder stellen müssen, denn jede Gesellschaft weist Nischen auf. Es gibt dominante Regime, man hat also ein Energieregime, das ist fossil nuklear, das ist das dominante Regime. Regime haben sozusagen ineinandergreifende Institutionen, die dazu führen, dass dieses Regime sich immer reproduziert. Und es gibt immer Nischen. Es gibt immer irgendwelche Leute, die immer irgendwo irgendwas anderes machen. Das ist wirklich generell so in jeder Gesellschaft. Auch in Bezug auf sexuelle Praxen und Beziehungspraxen gibt es genau dasselbe. Es gibt ein dominantes Regime und da gibt es immer irgendwelche kleinen Pockets of Weirdness und Otherness. Entschuldigung, liebe Übersetzerin, also kleine Orte der Andersheit. Das Problem ist, dass diese kleinen Nischen sich fast nie in Herausforderungen für die dominanten Regime verdichten. Man kann sogar sagen, dass die kleinen Nischen oft dem Regime Flexibilität bereitstellen, die es ihm erlaubt, auf neue Herausforderungen zu reagieren, ohne wirklich die Dinge zu ändern. Und das war das Spannende an diesem Erneuerbaren Energiegesetz. Das hat nämlich einen zentralen, also nationalen, institutionellen Rahmen gesetzt, in dem diese ganzen kleinen Nischen sich zu einer Herausforderung für das Regime, also das fossilnukleare Regime, verbinden konnten. Damit haben die erneuerbaren Energien in Deutschland was geschafft, was eben wirklich sehr, sehr selten passiert. Diese kleinteiligen transformatorischen Praxen sind wichtig. Da werden auch andere Subjektivitäten hergestellt. Aber wenn man sozusagen die Halbinseln im Strom, um unsere Freundin Friederike Habermann zu zitieren, nicht miteinander verbindet, dann hat man eben das Problem der Gegenmacht nicht beantwortet. Und gestern hat Antonio Ambrosio, der sagte irgendwann auch nochmal, you know, we want to be for stuff and not just against. Da bin ich natürlich total dafür. Aber es gibt halt auch schon Kram, wo man echt mal ziemlich against sein müsste. Und wenn unser kleines For die ganze Zeit nicht die Frage nach dem against beantwortet und eben keine wirkliche Herausforderung für das dominante Regime konstituiert, dann bleiben wir, und das ist dann mein letzter Punkt, bei diesem Wohlfühldiskurs. Und dazu wollte ich auch noch eine letzte Sache sagen. Es ist total spannend, zumindest in der BRD ist es so, und ich nehme an, auch hier. Es gibt einen positiven Zusammenhang zwischen Umweltbewusstsein und Umweltzerstörung. Also in Deutschland ist es so, im Schnitt, die Leute, die umweltbewusster sind, zerstören die Umwelt mehr. Das, ne? Also ganz klassischer marxistischer Punkt, ne? Das Sein bestimmt das Bewusstsein, was man denkt, ist eigentlich ein bisschen egal. Aber was das bedeutet, ist nämlich, wie wir uns zur Umwelt verhalten, hat fast nichts zu tun mit dem Bewusstsein, was wir haben, mit dem, was wir denken. Also ich habe, glaube ich, formell ein recht hochgetuntes Umweltbewusstsein. Aber wenn ich meine Arbeitgeberin die ganze Zeit um die Welt zu irgendwelchen Klimagipfeln schickt, wo ich jetzt auch gelegentlich mal hinfliege, habe ich einen ökologischen Fußabdruck, der ist eine Pranke. Also ich habe eine ökologische Pranke. Die Leute in Deutschland, die oft, weil das eben aus Bildung und sozusagen, weil das mit Bildung zusammenhängt, kein formalisiertes ökologisches Bewusstsein haben, deren ökologischer Fußabdruck ist oft viel kleiner. Und genau also für uns
sozusagen die ökologisch und sozial aufgeklärte, oft privilegierte, ich sage jetzt mal uns, ich hoffe ich, für Leute wie mich, ökologisch und sozial aufgeklärte Mittelschicht und obere Mittelschicht, ist das mit diesem Wohlfühldiskurs so gefährlich? Weil wenn wir uns einfach nur in unseren netten kleinen Konferenzen einrichten, dann kann es halt passieren, dass wir damit auch einfach unsere ökologischen und sozial zerstörerischen Praxis legitimieren. Daher immer der Punkt, es muss in Strategien münden. Ansonsten sitzen wir einfach hier nur da und machen weiter mit demselben Scheiß. Okay. Ja, wenn es keine Fragen von euch gibt, dann sage ich mal was. Es war ja jetzt auch schon bei der Daniela die Demokratie so wichtig. Du hast jetzt die Energiedemokratie drin und du hast auch diese Tatsache angesprochen, dass eigentlich, wenn diese Bewegungen, wenn in den Nischen, wenn die irgendwie gesellschaftswirksam werden sollen, dass sie eigentlich entsprechende, doch auch gesetzliche Grundlagen dafür brauchen. Und da ist ja doch ein zentrales Problem, oder? Weil normalerweise, das dürfte ja gerade ein Fehler irgendwie im System gewesen sein, das mit dem Erneuerbare-Energie-Gesetz. Normalerweise machen ja Gesetzgeber keine Gesetze, die sie selber mehr oder weniger entmachten. Und da hat sich für mich jetzt mehr und mehr die Frage herausgestellt, ist es nicht eine Voraussetzung fast für eine gesellschaftliche Transformation über den Kapitalismus hinaus oder aus dem Kapitalismus heraus, dass wir erst einmal ganz, ganz neue Formen der Demokratie oder Mitbestimmung oder wie immer wir das dann nennen wollen, entwickeln, was mit der Demokratie, die wir heute haben, eigentlich gar nichts zu tun haben kann? Absolut. Da würde ich dir zustimmen. Das Problem ist natürlich nur, dass wir diese Formen im Korsett der real existierenden Demokratie, also ich benutze mir diesen Begriff real existieren, ich arbeite in einer Institution, die von Menschen aus dem real existierenden Sozialismus gegründet wurde, da heißt es immer so eine schöne, aber das ist schön, das sagt nämlich, man hat einen Begriff, Demokratie, Sozialismus, Freiheit etc., der sozusagen eine Bedeutung hat und dann sagt man real existierend dahinter, um zu sagen, dass die Realität mit der schönen Bedeutung extrem wenig zu tun hat. Die real existierende Demokratie, die wir haben, die ist halt jetzt der Rahmen, in dem wir kämpfen müssen. Das heißt zum Beispiel, diese neuen Formen von Demokratie, die müssten vermutlich auch irgendwie gesetzlich abgesichert werden. Das ist sozusagen, deswegen muss man da auch immer Doppelstrategien fahren. Also transformatorische Projekte müssen sich auch irgendwie in die staatlichen Institutionen einschreiben, genau um eben sicherzustellen, dass es solche Verallgemeinerungsmechanismen gibt. Also weil es auch oft so ist, dass Transformation, es gibt meistens, also Harald Welzer, auch so ein Transformationsdenker aus Deutschland, ist viel von dem ich nicht zustimme, aber er sagt, es gibt eigentlich in jeder Gesellschaft so 5, maximal 5-10% der Leute, die hardcore ideologisch motiviert sind, irgendwie das ganze Ding zu transformieren. Die meisten Menschen richten sich aufgrund verschiedener Alltagszwänge einfach in der Komplexität ein und reproduzieren dann natürlich auch die Probleme. Wir müssen Transformation auch für die Leute praktikabel machen, die nicht mit so einem ideologisch hochgetunten Bewusstsein wie wir da rangehen. Und das meine ich jetzt gar nicht im Sinne von, wir sind die Besseren und Aufgeklärteren, sondern in meinem Fall hat es einfach auch mit gewissen gesellschaftlichen Privilegien zu tun, die mir erlauben, mich 20 Jahre lang irgendwie in marxistischer Literatur zu suhlen. Und erwarte ich jetzt auch nicht von den meisten Menschen, ist ja auch ein bisschen unangenehm gelegentlich. Aber sozusagen wir brauchen Verbündete auch in den Staatsapparaten, damit wir diese transformatorischen Praxen generalisieren können und auch die Einstiegsschwelle senken können. Und eben das EEG hat genau das gemacht. Es hat die Einstiegsschwelle gesenkt dafür. Du hast recht übrigens, es war ein Moment, wo die Regierung nicht hingeschaut hat. Das war nämlich kein Regierungsgesetz, es war ein sogenanntes Parlamentsgesetz. Das hatte damit zu tun, dass die erneuerbaren Energien wie so kleine Pilze überall irgendwie gesprießt sind und dann ganz viele Abgeordnete, die in ihren, wie heißen die denn, ich kann es immer auf Englisch, in ihren Wahlkreisen, die in ihren Wahlkreisen plötzlich gemerkt haben, oh, hier sind ja erneuerbare Energien am Start, die haben das dann miteinander über die Parteiengrenzen hinweg gedealt. Also es, wie gesagt, es, man kann, das ist ein so spannendes Projekt, man kann da wirklich extrem viel von lernen, weil die Flexibilität der Energiewende als sozusagen transformatorisches Ökosystem oder Ökosystem der Transformation ist wirklich was ich ansonsten so im globalen Norden so sehr, sehr selten erlebt habe. Ja, ja, und ich glaube, das zeigt auch irgendwie, gut, also du hast schon angesprochen, bei der Sonnenenergie und Windenergie, da braucht es eben diese Bauteile, die
Ressourcen brauchen und deshalb nicht endlos zur Verfügung stehen. Und du hast auch eben schon angesprochen, in Österreich ist das anders. Wir sind aus der Atomenergie schon vor vielen Jahren ausgestiegen, bevor wir eingestiegen sind, was ja auch eher ein Systemfehler war und nicht unbedingt Absicht. Inzwischen sind alle froh drüber. Und wir haben eben auch ganz, ganz viel Wasserkraft und auch alle großen Energieerzeuger rühmen sich bei uns, dass sie eben grüne Energie erzeugen, weil eben ein guter Teil Wasserkraft ist, obwohl dann immer wieder mal, wie zum Beispiel in der Nähe von Graz, ein neues Braunkohlekraftwerk eröffnet wird, gibt es auch dazwischen, aber trotzdem, es kommt tatsächlich ein großer Teil der Energie aus Wasserkraft und da gibt es halt dann aber auch wieder die Probleme, weil halt dann das Naturschutzgebiet verbaut werden soll für ein Wasserkraftwerk oder die letzten 50 Kilometer freie Fließstrecke eines Flusses verbaut werden soll und es dann da auch die Proteste dagegen gibt, wo ihr jetzt vielleicht sagt, das sind jetzt die Luxusprobleme, die wir haben. Aber man sieht da einfach, es hilft nicht nur zu sagen, woraus produzieren wir den Strom, sondern es geht wirklich darum, ein ganz anderes Verhältnis zur Natur und zueinander zu entwickeln. Und dieses System Change, not Climate Change, glaube ich, weist auch schon darauf hin, wir haben eigentlich wenig Chancen, irgendwas gegen den Klimawandel zu machen, irgendwie aus dieser Spirale auszubrechen, wenn wir nicht einen grundlegenden Systemwandel hinkriegen. Wirst du es auch so sehen? Das ist natürlich eine Vorlagenfrage. Absolut. Ich bin absolut für den totalen Systemwandel. Ich finde aber auch, damit verweist du auch nochmal auf das, worüber Daniela gesprochen hat, nämlich die Frage von Demokratie zwischen Bewegungen. Also sozusagen, wir haben auch in der Rosa-Luxemburg-Stiftung diesen Begriff Energiedemokratie ins Feld gebracht, unter anderem, weil die Gewerkschaften, also der Deutsche Gewerkschaftsbund ist eine Institution, die eigentlich ziemlich stark in Merkels Exportprojekt irgendwie sehr stark drin hängen. Aber wir wissen natürlich, als sozusagen linksökologische Akteure jetzt ganz gegen die Gewerkschaften, ohne die Gewerkschaften, ohne organisierte Arbeiterinnen und Arbeiter geht es auch nicht. Und wir wissen, dass die Gewerkschaften in Deutschland viel über Wirtschaftsdemokratie reden. Also dachten wir, naja, vielleicht kann man dann ja so ein bisschen gemeinsam andocken. Und das stellt die Frage nach den institutionellen Formen, die wir von unten erschaffen. Also wie setzt man diesen völlig nachvollziehbaren Anspruch, dass da ein Naturschutzgebiet sein soll, ins Verhältnis zum Anspruch, dass man eine erneuerbare Energie haben will. Ins Verhältnis zum Anspruch der Leute, die da wohnen, wo die seltenen Erden abgebaggert werden, mit denen man dann solche lustigen Generatoren baut. Also das ist eine Frage, und die müssen sich tatsächlich die Bewegungen stellen. Sozusagen, das ist diese hegemoniale Funktion, also dieses Miteinander ins Verhältnis setzen, verschiedene Ansprüche und daraus ein Projekt bauen. Das ist eine Funktion, die konnten ganz klassische Kommunistinnen und Kommunisten der Partei überlassen, können und wollen wir nicht. Und viele von uns überlassen das heute dem Staat, aber das können wir, wollen wir ja auch nicht, weil das ja eine sozusagen sehr vermachtete Form des ins Verhältnis setzen ist. Und da würde ich wirklich sagen, also da würde ich auch vielleicht nochmal in deine Richtung schauen, was da auch wirklich reale institutionelle Formen sind, also bitte keine Plenar mit 400 Leuten und Handzeichen, nichts gegen die Handzeichen, aber holy shit, wenn ich noch so ein Plenum, da muss es doch was Besseres geben. Okay, jetzt habe ich da doch noch eine Hand sich heben sehen da hinten. Dankeschön. Also ich arbeite in einem Bereich, wo es um Beteiligung und um wie man sich begegnet geht, also Moderation und wie man eben Prozesse designt, dass man wirklich miteinander in Kontakt kommt und genau von dem, glaube ich, habt ihr auch gesprochen. Es geht, glaube ich, meiner Meinung nach darum, mehr Leute zu ermächtigen, sich wirklich einzubringen und auch die Leute glauben zu machen, dass sie auch wirklich was ändern können. Und ich glaube, jeder kann was ändern von uns. Und ihr habt vorher von diesen 5-10% gesprochen, die laut Harald Welzer eben da wirklich selber ideologisch getrieben irgendwas machen. Und ich glaube, es ist durch solche alternativen Formen von Begegnung und von Aushandlung möglich, diese Leute, also diese Prozentzahl weit zu erhöhen und eine kritische Masse zu schaffen, dass dann wirklich was entstehen kann. Genau. Also ich arbeite in dem Bereich und es sind ganz, ganz schöne Begegnungen und Erlebnisse, die ich damit habe. Danke. Bin ich doch ein bisschen nervös geworden. Wenn ich darf, vielleicht direkt dazu.
Manchmal ist es auch einfach gut, wenn man irgendwo mitmachen kann. Also wenn man nicht selbst Initiatorin sein muss. Also ich weiß das bei einer Bewegung für Geflüchtete in Lüneburg, wo ich lebe. Da war es so, dass eine Studentin Tandempartner ins Leben gerufen hat. Das war einfach so, du kommst hin und unterstützt eine konkrete Person. Es war für mich viel leichter hinzugehen und zu sagen, ja, ich bin mit dabei, als das Ganze ins Rollen zu bringen. Weil das unglaublich viel Arbeit war, was Linda da organisiert hat. Mittlerweile ist das als Institution überhaupt nicht mehr wegzudenken. Funktioniert hervorragend. Es sind Freundschaften entstanden. Es ist schon jenseits von so einem, ich fühle mich gut, ich helfe, sondern es ist etwas, was auf Augenhöhe funktioniert. Aber das Mitmachen ist häufig leichter als das Initiieren. Und diese Räume zu schaffen, das würde, glaube ich, schon viel helfen. Und auch den Glauben daran, dass wir das tun können. Und diese Erfahrungen sind ermutigend. Und wir werden über Kooperation heute Nachmittag noch was hören, weil diese Idee, gemeinsam tätig zu werden, es macht irgendwie stark, es fühlt sich gut an. Und gleichzeitig sage ich jedes Mal, ich möchte aber auch nicht über alles entscheiden, bestimmen müssen. Ich möchte vielleicht auch nicht im Projekt Wasser für Lüneburg sein, sondern da bin ich lieber im Projekt, wie organisieren wir andere Dinge. Also ich will mich nicht für alles zuständig fühlen müssen, sondern es wäre toll, wenn das andere tun, das läuft dann. Also auch so keine Eigenüberforderung, sondern eine gute Infrastruktur für gutes Leben und wenn das dann andere machen, prima. Ja, ich wollte auch noch was zu deiner Frage sagen, weil was ich auch total wichtig finde, ist, dass man halt an großen Protesten teilnimmt. Also das, was Marx so schön als Klassenbewusstsein bezeichnet, also dass man merkt, man ist nicht alleine und dann auch bei solchen Veranstaltungen merkt, okay, endlich mal normale Leute. Und das hat Seppi vorhin schon angesprochen. Es gibt die System Change and Climate Change Gruppe und wir fahren auch zum COP21 nach Paris. Also da kann man sich auch melden, falls man das mal erleben möchte. Das ist, wenn ich da anschließen darf, ist es total interessant, dass du den Klimagipfel in Paris erwähnst. Weil einerseits ist es so ein Ort, wo ich sage, oh Mann, fahrt da nicht hin, weil strategisch kann man da überhaupt nichts reißen und die Wahrscheinlichkeit, dass man auf eine Demo fährt und dann total gefrustet ist, ist extrem hoch. Aber, das ist tatsächlich der andere Punkt, als wir in Kopenhagen waren, und das waren wirklich deprimierende Wochen vor eben 6 Jahren, dann gab es ein Treffen, wo so ganz viele, vor allem nordeuropäische, radikale Klimaaktivistinnen auf die Karawane zu Handel und Klima trafen, die von Leuten aus der globalisierungskritischen Bewegung organisiert wurde. Und in so einem extrem zäckigen Kopenhagener Squad lauter eben Zecken sitzen rum und dann kommen Leute aus Neuseeland, Papua-Neuguinea, aus Ecuador, aus Mosambik und überall. Und dann irgendwann fing dann eine Maori-Aktivistin an, so eine neuseeländische Haka zu machen, diesen traditionellen Maori-Tanz. Und in diesem Squad, und ich kann mich noch erinnern, wie den Leuten die Haare zu Berge standen, einige fingen an zu weinen, weil es die emotionale Kraft dieses Erkennens von, wir sind tatsächlich nur globale Bewegung, ich kriege jetzt noch die Revolutionary Tingles, wenn ich davon rede, dieses Anerkennen, wir sind eine globale Bewegung, das sind Leute aus allen Ländern und es sind auch Hunderttausende und nicht nur ein paar Hanseln in einer kleinen Stadt oder auch in größeren Städten, das ist extrem wichtig, weil dieses Vereinzelungsgefühl ist natürlich was in einer sozusagen zunehmend atomisierenden spätkapitalistischen Gesellschaft eine Riesengefahr darstellt. Und vielleicht einfach noch zum letzten Punkt, dieses Mitmachen erleichtern. Das war ein bisschen auch ein Ziel, das wir bei unserer Ende-Gelände bei einer Anti-Braunkohle-Aktion hatten, die wir im August gemacht haben. Oft ist es so, dass ungehorsame Aktionen für die Leute zugänglich sind, die schon lange in sogenannten Bezugsgruppen organisiert sind, die ihre Wochenenden damit verbringen, entweder auf irgendwelche Kletterwände zu klettern oder auf irgendwelche Kühltürme zu klettern. Und unser Ziel war halt, sozusagen diese Art von Aktion für Leute zugänglich zu machen, die jetzt nicht jeden Tag mit ihrer radikalen Bezugsgruppe rumhängen. Darüber müssen sozusagen alle, glaube ich, nachdenken, die Formen der politischen Praxis organisieren, auch was du gesagt hast. Ne? Wo kann man doch einfach einsteigen? Gar nicht so sehr, es gibt so eine anarchistisch-autonome Ideologie, die sagt, alle müssen alles selber machen. Holy shit, ist das stressig. Vergrauenhaft. Da so, kann man und jetzt muss ich dich unterbrechen, weil jetzt haben wir zum Schluss doch noch ein bisschen Zeitknappheit bekommen. Okay. Unsere Zeit ist vorbei. Ich verabschiede mich von den Zuschauerinnen und Zuschauern an den Fernsehgeräten.